dafür entschuldigen, dass wir Ihnen die Peinlichkeit der Rede eines deutschen Rechtsextremisten an dieser Stelle zumuten mussten. Frau Präsidentin, Madame la Présidente, chers amis, chers collègues, cher peuple français, liebe Bürger, c'est un grand honneur. Es ist meine große Ehre, dass ich hier und heute diese Rede halten darf im Herzen der französischen Demokratie. Vielen Dank, dass Sie mir dazu Gelegenheit gegeben haben. Werte Kolleginnen und Kollegen, heute ist ein Tag zum Feiern und heute ist ein Tag zum Gedenken. Die Leistung, die die Staatsmänner Konrad Adenauer und Charles de Gaulle vor 60 Jahren vollbracht haben, nach ihrem Vordenker auch Robert Schuman, hat uns langfristigen Frieden und Versöhnung gebracht. Was der Herr Präsident und der Herr Bundeskanzler heute Morgen leider nicht erwähnt haben, das war, dass es nicht nur ein Akt des außergewöhnlichen Mutes war, sondern auch ein Akt des tiefen Glaubens, des tiefen christlichen Glaubens an die Brüderlichkeit und an die Notwendigkeit der Vergebung und der Versöhnung, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Meine Damen und Herren, Sie haben ja die Frage des deutsch-französischen Verhältnisses verknüpft mit der Frage nach der Zukunft Europas in der gemeinsamen Erklärung. Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann sollten wir uns durchaus ansehen, was das Gedankenmodell dieser Begründer der deutsch-französischen Freundschaft nach all diesen Gräueltaten war. Robert Schuman hatte viel dazu geschrieben und er hat vor allem immer gewarnt vor einem europäischen Superstaat. Er hat davor gewarnt, Zwänge zu haben. Er hat davor gewarnt, Überheblichkeit zu haben. Er hat davor gewarnt, dass der eine über den anderen urteilt. Er stellte an seine Stelle den sogenannten Esprit européen, den europäischen Geist, über den er meinte, das sei ein Geist der Freiheit um den Bürger herum und für den Bürger, der ohne jeglichen Zwang sich entfalten kann. Eine Liebe zum eigenen Land, aus der aber auch eine Liebe im Sinne eines positiven Patriotismus für das andere Land entstehen kann in gegenseitigem Austausch und Freundschaft. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Freundschaftsvertrag von vor 60 Jahren vor allem Regelungen zum Austausch enthielt. Da war wenig Text, aber viel Geist, frei nach dem Korintherbrief. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ganz im Gegensatz zur gemeinsamen Erklärung, die uns heute hier vorliegt, meine Damen und Herren. Da ist sehr viel Text, über 20 Seiten, aber kein Geist. Es geht in diesem Text vor allem nicht mehr um die Bürger, meine Damen und Herren. Die kommen in dem Text nicht vor. Es kommt in dem Text auch nicht das deutsche oder das französische Volk vor. In der französischen Übersetzung einmal Peuple, da haben Sie wahrscheinlich vergessen, das rauszustreichen. Sie reden nur noch von Bevölkerung, weil Sie leider vergessen haben, dass es auf den Austausch zwischen den Deutschen und den Franzosen ankommt. Und statt wirklich auf die Elemente des Austausches und der Freundschaft zu setzen, und Herr Chidor hat ja vorhin ausgeführt, wie das mit den Lehrern und den Schülern und dem Spracherwerb sich tatsächlich verhält in Deutschland und Frankreich, laufen Sie Ersatzideologien hinterher, etwa den Klimawandel, wo Sie doch eigentlich wissen, dass aus kolonialer Erfahrung, dass Europa wohl kaum die Welt retten wird. Der Ersatzreligion der Massenmigration, meine Damen und Herren, obwohl Sie doch immer wieder erleben, dass gewisse Gruppen den europäischen Geist leider lautstark mit Füßen treten, sei es bei der WM, sei es in der Silvesternacht. Da gibt es dieses Element der Gleichstellung und Sie fordern freien Zugang zur Abtreibung, meine Damen und Herren, wo schon jetzt jedes Jahr eine Großstadt an Babys das Leben nicht leben darf. In Deutschland. In der Tat, meine Damen und Herren. Und dann fordern Sie auch noch, Frau Präsidentin, ein geeintes, souveränes Europa und dass die beiden Parlamente sich einreihen sollen in die Schlussfolgerungen der Zukunftskonferenz auf europäischer Ebene. Genau jener Konferenz, wo die Europäische Kommission Leute ausgewählt hatte, um etwas zu vertreten, sie gebrieft hatte, um etwas zu vertreten. 800 Einzelmeinungen kamen dabei heraus, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass die insgesamt 150 Millionen Deutschen und Franzosen durch demokratische Entscheidung durchaus ein größeres Gewicht haben als 800 Einzelmeinungen und unsere Parlamente sollten sich diesen nicht unterordnen. Meine Damen und Herren, Robert Schuman
Robert Schumann hat immer einen Appell gehalten an den Patriotismus. Er hat einen Appell gehalten, ja, auch an die christlichen Traditionen und an die Demokratie. Und er definierte Demokratie als der Staat steht im Dienste seines Volkes und stimmt mit diesen überein. Sie können sich gerne die Frage stellen, ob das in Frankreich, ob das in Deutschland, ob das auf dem Niveau der europäischen Ebene tatsächlich der Fall ist, meine Damen und Herren. Vive l'amitié franco-allemande. Aber das muss vor allem eine Freundschaft zwischen unseren Staaten, zwischen unseren Völkern und zwischen unseren Bürgern sein. Haben Sie vielen Dank.